Kommst du mich noch ein bisschen zum Abend besuchen? Ja? Märchen, du riechst so gut. Wie machst denn du das? Hm? Du riechst so ein bisschen wie ein kleiner Vanillekipfel. Ja? Riechen alle Taubenbabys so? Hm? Du hübsch. Bald sind die gelben Flusis weg. Oh, ja. Mein Süß. Noch ein bisschen kuscheln? Ja. Siehst du dich da in der Kamera? Hm? Hm, Stimmchen. Was denn? Hast du gemacht, wenn Menschenkuss kam? Echt jetzt? Das müssen wir doch gleich nochmal probieren. Achtung, es kommt wieder ein Menschenkuss. Der ging, ja? Du Süß. Wo möchtest du denn hin? Peilst du etwa schon meine Schulter an? Hm? Echt jetzt? Oder möchtest du hier noch ein bisschen auf dem Schreibtisch im Nest kuscheln? Hast du mir jetzt in die Hand gekackt? Zeig mal. Fühlt sich gerade so warm und weich an. Ja, danke schön. Ui. Oh, Münstermöhrchen. Halleluja. Jetzt bist du auf der Schulter. Na, gucke mal. Und, wie ist es da so? Haben sie dir das schon erzählt, dass man da so sitzen kann? Cool, machst du das. Und wann sitzt du dann auf meinem Kopf? Hm? Morgen? Oder übermorgen? Warte, nicht mit deinem Rock fassen. Hallo, Poppes. Ist nicht mehr viel los im Zimmer, die schlafen alle schon bald. Ja. Du machst sozusagen eine kleine Nachtwanderung hier. So ein großes Möhrchen bist du schon. Und weißt du was? Du wiegst ganz schön was. Hm? Wollen wir dich morgen mal wieder auf die Waage setzen? Keine Antwort. Keine Antwort vom Monstermöhrchen. Süßbär. Ich habe da jetzt übrigens hier noch einen kleinen Vorschlag auf dem Schreibtisch. Hm? Wie wäre es denn mal mit kleinen Erdnussis naschen? Ich mache dir die noch ein bisschen kleiner. Und dann probieren wir mal, ob du die schon essen magst. Der Poppes spricht nicht mit mir. Hallo Poppes, sprich mit mir. Miep, miep, miep. Kannst ja da erstmal sitzen bleiben. Fräuchen macht mal die Erdnussis kleiner. Und dann gucken wir mal, ob du die möchtest, ja? Wollen wir so machen? So, dann filmen wir jetzt mal ein bisschen unter deinen Rock so lange.